Hi, ich habe das heute genannt, wir alle wollen glücklich sein und da glauben wir dann immer, wir müssten so viel für tun, alles Mögliche verändern und unser ganzes Leben und wir suchen nach der Ursache, warum sind wir nicht glücklich. Und ich denke mir immer, eigentlich muss man nicht viel investieren, um glücklich zu sein, aber es kommt darauf an, beständig zu sein. Ja, und diese Beständigkeit ist was, womit viele zu kämpfen haben, ja, beständig bei etwas zu bleiben. Und ich habe mir gedacht, ich erinnere euch mal wieder an diese Dankbarkeitsbücher. Da haben wir schon oft den Tipp bekommen, dass wir Tagebücher führen sollen. Ich habe das auch früher eine ganze Weile gemacht. Das heißt, jeden Abend oder jeden Morgen oder wann auch immer setzt man sich hin und schreibt die Dinge auf, für die man dankbar ist. Ja? Und das wirkt tatsächlich, wenn man das über Wochen tut, wird man dankbarer für viel mehr Dinge, die man sonst vielleicht gar nicht bemerkt hätte. Man wird für mehr Sachen dankbar, als man vorher war. Plötzlich bemerkt man, dass feinere Sachen im Leben sind, für die man wiederum dankbar sein kann. Also das funktioniert. Aber habt ihr euch mal gefragt, warum es funktioniert? Und da wird es interessant, weil wenn etwas funktioniert, dann ist es meist ein Prinzip, das wir auf viele andere Dinge übernehmen können. Anwenden können. So, warum funktioniert das Ding mit ich schreibe die Sachen auf, für die ich dankbar bin? Ganz einfach. Bevor wir sie aufschreiben, müssen wir sie denken. Ja, das ist wichtig. Wir schreiben nicht nur einfach so, sondern wir denken. Das heißt, ein bewusster Gedanke geht dem Schreiben voraus. Und in dem Moment denkt ihr eben an etwas Schönes, für das ihr dankbar seid. Ihr werdet euch bewusst, dass ihr dankbar seid. Dann schreibt ihr das auf. Das Schreiben bewirkt, dass das, was ihr gedacht habt, in eurem Gehirn tiefer ankommt. Ja? Und wenn man das beständig tut, also über mehrere Wochen hinweg, dann wird es zu einem gewohnten Gedanken, nämlich ich bin dankbar für oder ich schaue mich um, wofür ich dankbar sein kann. Das ist der Mechanismus, wie es wirkt. Ja? Wenn ich jetzt glücklich sein will, schaue ich mir einfach mal an, was ich so den ganzen Tag denke. Zum Beispiel könnte ich den ganzen Tag denken, ich bin ja so unglücklich. Allein das ist ein toxischer Gedanke, der dazu führt, dass du noch unglücklicher bist. Ja? So, das wollte ich heute noch mal kurz sagen, bevor wir alle schlafen gehen. Es ist Freitagabend und dann ist schon Wochenende. Ich hoffe, ihr genießt. Und ich wollte euch einladen zu einem 21-Tage-Programm, das ich habe demnächst. Das beginnt am 7. Juni. Und da geht es genau darum, beständig zu bleiben in seinen Gedanken, nämlich das zu denken, was man denken möchte. Und da geht es darum, die toxischen Gedanken zu entdecken und sie zu verändern in Gedanken, die wir denken wollen. Und dann funktioniert das Ganze genauso wie dieses Dankbarkeitstagebuch. Wir tun das über 3 Wochen lang beständig. Und ich mache das mit einer bestimmten Übung. Ich gehe jeden Abend in die Gruppe live und mache die Übung mit den Teilnehmern, wo wir nicht nur darüber, wo wir uns entspannen, wo wir an das denken, woran wir denken wollen und wo wir schreiben. Ja? Und das dauert 10 Minuten jeden Abend mehr nicht. Man kann die Übung wiederholen, die Videos bleiben in der Gruppe. Man kann sie am nächsten Tag machen oder nach 3 Tagen. Man kann das ganze Programm nach ein paar Wochen nochmal durchlaufen lassen, wie auch immer. Und die Teilnehmer, die jetzt dabei sind, es sind über 80, ich habe gerade ein Programm eben laufen schon, bei denen scheint es gut anzukommen. Und die ersten haben mir schon geschrieben, es ist, als wären diese Gedanken, mit denen sie gestartet sind, Schall und Rauch und neue Gedanken haben sich bereits etabliert. Ja? So, das Ganze beginnt am 7. Juni. Es ist ein Programm, das über 21 Tage läuft. 21 Tage braucht euer Gehirn, um etwas neu zu verankern. Ja? So, wenn ihr Lust habt, ich poste den Link dann in die Kommentare. Ansonsten einen wunderbaren Abend und noch ein tolles Wochenende. Ciao!